بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine lieben Geschwister, wir machen heute weiter, insha'Allah ta'ala, in unserer Reihe über die Themen der Suren des Koran. Und heute, insha'Allah ta'ala, mit der Sura Nummer 102, und zwar Surat At-Takathur. Und wie immer beginnen wir, insha'Allah ta'ala, mit der Rezitation dieser Sura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Die Vermehrung lenkt euch ab, bis ihr die Friedhöfe besucht. Keineswegs, ihr werdet es noch erfahren. Abermals, keineswegs, ihr werdet es noch erfahren. Keineswegs, wenn ihr es nur mit dem Wissen der Gewissheit wüsstet. Ihr werdet ganz gewiss den Höllenbrand sehen. Abermals, ihr werdet ihn mit dem Auge der Gewissheit sehen. Hierauf werdet ihr an jenem Tag ganz gewiss nach der Wonne gefragt werden. Surat At-Takathur. Nach den meisten Gelehrten handelt es sich hierbei um eine eindeutig mekkanische Sura. Es gibt Ausnahmemeinungen diesbezüglich, aber der Inhalt dieser Sura und auch die harte Drohung oder das harte Drohen in dieser Sura mit dem Höllenfeuer deuten darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier die Mushrikun, die Polytheisten, die Götzendiener in Mekka gemeint hat und sie mit dieser Sura angesprochen hat. Was nicht bedeutet, dass der Inhalt dieser Sura nicht auch auf die Muslime bezogen ist, ganz im Gegenteil. Weil das, was diese Sura anspricht, betrifft nicht nur die Mushrikun, sondern betrifft jeden Menschen auf dieser Welt. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier nämlich eine Krankheit des Menschen an. Eine Krankheit, welche dem Menschen alles vergessen lässt. Eine Krankheit, welche dem Menschen vom eigentlichen Ziel seines Lebens abkommen lässt. Eine Krankheit, welche sich nicht nur durch den Körper des Menschen frisst, sondern sich regelrecht auch durch Gesellschaften frisst. Es ist eine Krankheit, aus der viele andere Krankheiten entstehen, wie Neid, Egoismus, Hass. Diese schlimmen Krankheiten, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesprochen hat in vielen Überlieferungen, Dabba ilaykum da'ul umami qablakum al-hasadu wal-baghda. Die Krankheiten der Gemeinschaften, die vor euch gelebt haben, sind zu euch vorgedrungen, haben sich bei euch eingeschlichen. Al-hasad, Neid, und al-baghda, Hass. Es sind also Krankheiten, welche aus dieser
Krankheit entstehen. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht von At-Takathur. Und At-Takathur ist auch der Name dieser Sura. Manche Gelehrte haben dieser Sura einen anderen Namen gegeben, nämlich Al-Maqbara, das heißt der Friedhof. Aber der Name, unter dem diese Sura bekannt ist, in den meisten Werken, ist At-Takathur. So als würde Allah subhanahu wa ta'ala uns Menschen genau auf diese Krankheit aufmerksam machen, aus der sehr, sehr viele andere Krankheiten entstehen. Nicht nur im Menschen selbst, sondern in der Gesellschaft. Weil eine Gesellschaft, in der es nur darum geht, immer mehr zu bekommen, und genau das ist At-Takathur. At-Takathur bedeutet nicht, dass ich nach meinem Unterhalt strebe. Das ist nicht At-Takathur. Sondern At-Takathur kommt von At-Tafa'ul. Wir hatten das schon einmal gehabt in einer anderen Sura oder im Zusammenhang mit einer anderen Sura. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, welche. Wo wir darüber gesprochen haben. Tafa'ul deutet immer auf was hin? Auf eine gegenseitige Beziehung. Takathur kommt von dem Verb Kathura. Und Kathura heißt was? Dass es viel ist. Deswegen sagt man auch Kathir. Also etwas, was viel ist. Quantitativ gesehen viel ist. Von der Anzahl her viel ist. At-Takathur kommt genau von diesem Verb Kathura, dass etwas viel ist. Und wenn ich sage, im Arabischen Takathara, Tafa'ala, dann ist immer damit eine wechselseitige Beziehung gemeint. Was ist also gemeint mit Takathur? Mit Takathur ist nicht nur einfach gemeint, dass ich mir Vermögen aneigne, was an sich überhaupt nicht verwerflich ist, ganz im Gegenteil, wie wir gleich noch sehen werden, inshallah ta'ala, sondern mit Takathur ist gemeint, dass es mir immer nur darum geht, dass ich mehr habe als die andere. Also nicht, dass ich habe so viel, dass ich davon gut leben kann, dass ich damit meinen Lebensunterhalt gut auch, wie sagt man, beschreiten kann, sondern, bestreiten, ne? Ja, genau, deswegen habe ich gerade nochmal nachgefragt, ja? Ich wollte nicht mehr prüfen. Ja? Bestreiten kann, nicht beschreiten, ja, Quatsch. Dass man seinen Lebensunterhalt gut bestreiten kann, sondern, jetzt bin ich aus dem Kontext gekommen, durch dieses Beschreiten, Bestreiten, ja, das an sich, das ist nicht verwerflich, dass ich das danach strebe. Ja, ganz im Gegenteil. Ja, wenn ich danach strebe, dann befinde ich mich sogar auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Weil ich versuche, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, dass ich genügend habe für mich und meine Familie, dann ist das etwas Positives. Etwas, womit ich mich auf dem Wege Allahs befinde. Einmal sahen die Sahaba radwanullahi alayhim einen Mann, der hin und her hetzte. Immer am Arbeiten war. Und sie saßen gerade mit dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam zusammen. Und sie sagten zum Gesandten sallallahu alayhi wa sallam, Subhanallah, wenn diese Anstrengung dieses Mannes auf dem Wege Allahs wäre, dann hätte er, mashallah, eine sehr hohe Stufe bei Allah gehabt. Und dann sagte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam zu ihnen, macht mal bitte die Tür zu, es ist laut. Dann sagte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam zu ihnen, derjenige, der hinausgeht, um nach seinem Unterhalt, seinen Rizq, seine Versorgung, nach seiner Versorgung zu streben, der befindet sich wo? Der befindet sich auf dem Wege Allahs. Derjenige, der hinauszieht, um sich um seine Eltern zu kümmern, seine Eltern, die schon alt geworden sind, der befindet sich auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Also nochmal sozusagen ein eigener Bereich. Derjenige, der hinauszieht, um sich um seine Familie zu kümmern, um sich zu ernähren, der befindet sich auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Das heißt, wenn ich das tue, dann ist das nicht etwas Verwerfliches. Der Islam, er verlangt nicht von mir, dass ich mich von dieser Dunya lossage. Ganz im Gegenteil, diese Dunya wurde doch erschaffen für mich, damit ich in ihr ein Khalifa bin, ein Statthalter bin, damit ich sie verwalte, damit ich aus ihr das Beste mache. Das ist das,
wofür Allah Ta'ala mich in diese Dunya gesetzt hat. So sagt es Allah Ta'ala im Koran. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ich setze auf ihr, auf der Erde, einen Statthalter ein. Waja'alakum khala'ifa fil ard. Und er hat euch zu Statthaltern auf Erden gemacht. Also ihr tragt Verantwortung. Ihr könnt nach dem Guten im diesseitigen Leben streben. Das ist nicht verwerflich, im Gegenteil. Derjenige, der das nicht tut, der hat seine Religion nicht verstanden. Derjenige, der zu Hause sitzt und sich von anderen ernähren lässt, der ist kein guter Gläubiger, kein guter gläubiger Muslim. Derjenige, der glaubt, dass Allah ihn versorgen wird, obwohl er nichts tut, der hat die wahre Beschaffenheit des Vertrauens in Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt des Tawakkuls, nicht verstanden. Und deswegen, als Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa Allah Männer in der Moschee sitzen saß, fragte er sie, was tut ihr hier nach dem Gebet? Und sie sagten, wir vertrauen auf Allah. Woraufhin er sie fragte, habt ihr jemals erlebt, dass der Himmel Gold und Silber regnet? Woraufhin sie sagten, nein. Und er daraufhin zu ihnen sagte, das, was ihr tut, das ist nicht Vertrauen in Allah, sondern ihr tut nur so, als würdet ihr euer Vertrauen in Allah setzen. Das ist Tawakkul und nicht Tawakkul. Ein großer Unterschied, ein gewaltiger Unterschied. Und dementsprechend, wenn Allah Ta'ala über At-Takathur spricht, dann meint er nicht damit, ja, dass wir, indem wir nach unserem Lebensunterhalt streben, abgelenkt wurden. Nein, das ist etwas Positives, das gehört zu unserem Glauben, ein fester Bestandteil unseres Glaubens. Das fordert Allah Ta'ala von uns. Das haben die Propheten getan. Es gab keinen Propheten, der gebettet hat. Es gab keinen Propheten, der wie ein Bettelmönch sich hat ernähren lassen von den anderen, von seiner Gemeinschaft, obwohl die Menschen dazu bereit gewesen wären, es zu tun. Jeder Prophet hat seinen eigenen, seinen Unterhalt selbst bestritten. Jeder Prophet hat gearbeitet, jeder Prophet hat einen Beruf erlernt gehabt. Nuh alayhi salam war Tischler gewesen. Unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam war Händler gewesen und Schafshütte gewesen. Nicht nur ein Beruf, er hat mehrere Berufe ausgeübt. Sallallahu alayhi wa sallam. Wie viele Berufe habe ich erlernt? Womit ernähre ich mich? Womit ernähre ich meine Familie? Das ist die Sunna unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und ich wundere mich über Jugendliche, welche den ganzen Tag in der Moschee sitzen und glauben, sie würden somit den Islam richtig praktizieren, indem sie darauf verzichten, arbeiten zu gehen oder eine Ausbildung zu machen und sagen, ich ernähre mich vom Jobcenter. Warum sollte ich meine Steuern für dich bezahlen, damit du in der Moschee sitzt? Mashallah, solche Oberarme. Aber du lässt dich von einer Frau, die arbeiten geht, ernähren. Die Hälfte der Gesellschaft besteht ja aus Frauen, oder? Wer bezahlt denn das Jobcenter? Wer bezahlt denn Hartz IV? Meint ihr, das kommt irgendwie vom Himmel geregnetes Geld, dass damit dann irgendwelche Leute ernährt werden in einem Sozialstaat? Wer bezahlt das denn? Das bezahlen die Menschen. Das bezahlt jeder, der arbeiten geht, hat Sozialabgaben. Jeder, der arbeiten geht, in Deutschland hat Sozialabgaben. Das heißt, wenn ich in der Moschee sitze und den ganzen Tag bete, obwohl ich arbeiten kann und mich von den Menschen ernähren lasse, was tue ich dann? Ich nehme das Recht der Menschen. Ich nehme das Recht von 82 Millionen Menschen, die in Deutschland arbeiten gehen. Das muss man sich ja vorstellen. Ich nehme das Recht von 82 Millionen Menschen, natürlich nicht alle von ihnen arbeiten, aber nehmen wir mal an, die Hälfte von ihnen arbeitet. Ja, wenn wir die Kinder rausnehmen, die Leute, die Rente beziehen, rausnehmen. Sagen wir 40 Millionen Menschen. Ich nehme das Recht von 40 Millionen Menschen, weil jeder dieser 40 Millionen Menschen hat in irgendeiner Weise dazu beigetragen, dass ich jeden Monat Geld aufs Konto überwiesen bekomme und mir meine Miete bezahlt wird. Ja, subhanallah. Ja, und ich mache Ibadah, ich lerne in Islam, ich mache Dawah. Ja, was für Dawah machst du? Mach mal Dawah mit dir selbst erstmal, ja, bevor du Dawah mit den Menschen machst. Lern erstmal deine Religion richtig kennen. Erwerbe dein Geld, arbeite, streng dich an und dann mach Da'wah. Sei wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewesen ist. Sei wie die Sahaba radwanullahi alaihim gewesen sind.
die darauf verzichtet haben, jeden Tag mit dem Propheten zu sein, weil sie arbeiten mussten und ihre Familien ernähren mussten. Umar ibn Khattab radiallahu anhu, der nur jeden zweiten Tag zur Moschee des Propheten gehen konnte, weil sein Haus außerhalb von Medina war und sich immer abgewechselt hat mit seinem Nachbarn. Ja? Die haben sich abgewechselt. Einen Tag er, der andere Tag er. Warum? Weil sie arbeiten mussten. Subhanallah. Und schon haben wir ein ganz anderes Verständnis vom Islam. Das heißt, dass ich nach meinem Lebensunterhalt strebe und arbeiten gehe, einen Beruf erlerne, eine Ausbildung mache, studiere. Das ist etwas, was Allah nicht nur, nicht, was der Islam nicht verpönt, sondern im Gegenteil, was der Islam von dir fordert. Allah Ta'ala, er hasst diejenigen, die ihre Hand ausstrecken. Allah Ta'ala, er wird diese Menschen, die arbeiten konnten, aber ihre Hand ausstrecken, am jüngsten Tag ihr Gesicht verlieren lassen, wie es unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Sie werden kein Gesicht haben. Genauso wie sie in der Dunya kein Gesicht hatten, dass sie Geld kassieren, obwohl sie es eigentlich gar nicht verdienen, dass sie betteln gehen, obwohl sie eigentlich arbeiten gehen könnten, werden sie am jüngsten Tag ihr Gesicht verlieren, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Und dementsprechend, meine lieben Geschwister, das kann nicht mit diesem Vers gemeint sein. Wenn Allah Ta'ala sagt, Al-Hakum al-Takathur, al-Takathur hat euch abgelenkt, dann ist damit was gemeint? Damit ist gemeint, dass ich nach immer mehr strebe, nur um mehr zu haben als die anderen. Dass es mir nur noch darum geht, anzugeben mit dem, was ich habe. Es zur Schau zu stellen. Es nach außen hin zu zeigen. Es geht mir einfach nur noch darum, Vermögen für das Vermögen zu haben. Umso mehr Gold und Silber und Dollar und Euro ich auf dem Konto habe, desto besser, obwohl ich damit nie etwas anfangen kann. Ich kann damit nichts anfangen. Was kann ich mit einer Milliarde anfangen? Was nicht heißt, dass es nicht schön wäre, eine Milliarde zu haben. Jeder würde sich freuen. Es ist auch nicht verwerflich, eine Milliarde zu haben, solange es aus guten Mitteln ist. Im Gegenteil, ich kann damit sehr, sehr viel machen. Und deswegen unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er zeigt uns das sehr, sehr schön auf in einer schönen Überlieferung. Und zwar sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, nur damit uns das nochmal sozusagen klar wird, wie es in Sahih Muslim heißt von Abu Huraira radiallahu anhu, Yaqulun abd, mali, mali. Der Diener sagt, mein Vermögen, mein Vermögen. Wa innama lahu min malihi thalath. Aber er hat von seinem Vermögen nur drei Dinge. Was denn? Ma akala fa'afna. Was er gegessen hat und dann sozusagen wieder ausgeschieden hat. Davon hast du was. Ja? Das, was du gegessen hast, ja? Alhamdulillah, du hast gegessen, es hat geschmeckt, ja? Und du scheidest es wieder aus. Au labisa fa'abla. Oder was er angezogen hat und dann alt wird und weggeschmissen werden muss. Au tasaddaqa fa'amda. Oder was er gespendet hat und somit dann auch im Guten gegangen ist und bleiben wird. Alles andere wird gehen und er wird es den Menschen übrig lassen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, was unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Und dementsprechend, Allah Ta'ala, wenn er sagt, Al-Hakum al-Takathur, dann meint er, dass es uns nur noch darum geht, dass wir für die Materie, für das Weltliche, für das Vermögen, für Geld, für Gold, für Aussehen leben, für nichts anderes mehr. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala hier kritisiert. Al-Hakum al-Takathur. Ich habe das eigentliche Ziel in meinem Leben vergessen. Ich habe vergessen, warum mich Allah erschaffen hat. Ich habe vergessen, dass ich für etwas Höheres erschaffen wurde. Würde es nur darum gehen, dass ich esse, ja, dann würde ich doch genauso wie ein Tier sein. Ich meine, warum hat mich denn Allah ta'ala anders erschaffen als den Rest der Schöpfung? Warum habe ich einen Verstand? Warum habe ich einen freien Willen? Warum unterscheide ich mich von dem Rest der Schöpfung? Warum gibt es nicht so etwas wie einen Menschen auf dieser Welt? Warum gibt es nur den Menschen? Das muss doch Sinn machen. Und der Mensch, der nur damit beschäftigt ist, was ist mit ihm? Der wurde abgelenkt. Der hat sich ablenken lassen durch At-Takathur. Und Allah Ta'ala, er holt ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Indem er ihn nämlich an was erinnert? Hatta zurtumul maqabir.
bis ihr die Friedhöfe besucht. Bis ihr die Friedhöfe besucht. Interessant. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns also auf, spätestens in dem Moment, wo ich auf dem Friedhof landen werde, und mit Besuchen ist nicht gemeint, dass ich mal zum Friedhof gehe und wieder zurückkomme. Es wäre schön, wenn das wirken würde. Und deswegen sagt ja der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und er fordert von uns ja auch, dass wir die Friedhöfe besuchen sollen. Warum? Weil sie uns an den Tod erinnern. Die Friedhöfe sollten uns eigentlich an das Jenseits erinnern. أَلَا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ. Ich hatte euch verboten gehabt, die Friedhöfe zu besuchen, weil dort Dinge getan wurden, die dem Islam widersprechen. Handlungen, die dem Islam widersprechen, wie schreien, ja, sich schlagen, seine Kleidung zerreißen. Ja. Ich hatte euch dies verboten gehabt. Jetzt solltet ihr sie aber besuchen gehen. Warum? Weil sie euch an das Jenseits erinnern. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, أَكْثِرُ مِنْ ذِكْرِ هَذِّ مِنْ لَذَّةِ الْمَوْتِ. Gedenkt häufig des Zerstörers der Genüsse des Todes. Ja? Genau aus diesem Grund. Das heißt, theoretisch, ja, könnte ich schon im diesseitigen Leben, ja, von dieser Ablenkung abkommen, wenn ich die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ernst nehmen würde. Und deswegen siehst du auch manchmal Menschen, subhanallah, auch Nicht-Muslime, nicht nur Nicht-Muslime, sondern auch Nicht-Muslime, bei einer Beerdigung, dann merkst du, dass die Menschen nachdenklich werden. Aber sobald die Beerdigung vorüber ist, sind viele abgelenkt. Sobald es dann so zum Leichenschmaus kommt, wie man so schön auf Deutsch sagt, ja, dann sind viele Menschen wieder abgelenkt. Khalas, man fängt wieder an, mit der Dunya sich zu beschäftigen und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist es der ideale Moment, um noch einmal in sich zu kehren, um sich Gedanken zu machen über das eigentliche Ziel im Leben, warum Allah subhanahu wa ta'ala mich erschaffen hat. Also theoretisch habe ich die Möglichkeit, zurückzukehren, um mich wieder sozusagen mir wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass ich für etwas anderes, etwas Höheres erschaffen worden bin, als einfach nur zu leben und mir Vermögen anzueignen und so weiter und so fort. Aber spätestens, wenn ich dann derjenige sein werde, der getragen wird zum Grab, werde ich aufwachen. Hatta zurtumul maqabir. Bis ihr die Friedhöfe besuchen werdet. Warum sagt dann Allah Ta'ala zurtum? Warum sagt er nicht Dachaltum beispielsweise? Warum sagt er ein Besuchen? Ich meine, ein Besuch, was macht denn ein Besucher? Was tut ein Besucher? Ein Besucher, er besucht jemanden und geht wieder, oder? Warum sagt dann Allah Ta'ala, bis ihr die Friedhöfe besucht? Warum sagt er nicht, bis ihr sozusagen auf dem Friedhof landet beispielsweise? Was könnte der Grund sein? Ja. Richtig. Allah Ta'ala macht uns darauf aufmerksam, und das zeigt diese Sura auch in dem folgenden Vers. Allah Ta'ala macht uns darauf aufmerksam, das ist nur eine Station auf unserem Weg zu unserem Endziel. Wir werden wieder auferstehen. Wir werden dort nur für eine Weile ruhen, so als würden wir die Friedhöfe besuchen, und dann, wenn wir auferstehen, geht es dann weiter. Hatta zurtumul maqabir. Ihr kennt diesen schönen Hadith, in dem unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns ermahnt. Allah, wir brauchen diese Ermahnung immer wieder. Auch wenn wir sie schon oft gehört haben. Aber wir brauchen sie immer wieder. Und zwar sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und er spricht über den Menschen und die Gier des Menschen. Das ist in jedem von uns die Gier. Und im Übrigen, diese Sache, manche fragen sich, warum hat denn Allah Ta'ala uns sozusagen diese Begierden überhaupt und diese Neigungen überhaupt gegeben? Das hat bestimmte Gründe. Stellt euch mal vor, der Mensch hätte beispielsweise keine sexuelle Neigung. Dann würde er niemals heiraten, niemals, die Menschheit würde aussterben. Ja? Es ist doch so. Ja? Die Menschheit würde aussterben. Ja? Und andere Neigungen ebenfalls. Ja? Das heißt, wenn der Mensch keinen Appetit hätte und so weiter und so fort, er würde vielleicht nicht essen. Und dementsprechend, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat den Menschen Neigung gegeben, nicht, ja, um ihn nur zu prüfen, sondern es hat auch Positives für den Menschen. Und wenn der Mensch auch in gewisser Weise einen Egoismus hat in sich oder auch eine gewisse Gier hat in sich, dann kann das etwas Positives sein, wenn er es in die richtige Bahn lenkt. Genauso wie bei der sexuellen Neigung, wenn er es in die richtige Bahn lenkt, ist es etwas Positives. Aber wenn er es falsch
auslebt, dann ist es etwas Negatives. Und genauso auch mit dieser Gier, ich strebe nach Vermögen, um mich ernähren zu können, um mich anzustrengen, ja, um meinen Kindern etwas bieten, etwas Positives. Negativ wird es wann? Wenn es ausartet. Und dementsprechend, Allah subhanahu wa ta'ala oder unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht über diese Gier des Menschen, er ermahnt uns. لو كان لبني آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديا. Hätte der Sohn Adams oder die Tochter Adams genauso ein Tal voller Gold, so würde sie sich wünschen oder so würde er sich wünschen, ein zweites zu haben. ولو كان له واديا لتمنى أن يكون له ثالثا. Hätte er zwei, würde er sich ein drittes wünschen. Guck mal, ein Tal voller Gold, ja, nicht irgendwie eine Schatztruhe, ein ganzes Tal und es würde ihm nicht reichen. وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ. Und das Einzige, was seinen Mund füllt, also was seine Gier füllt, ist was? Was sein Auge füllt, ist was? Ist die Erde. Wenn er unter der Erde liegt und begraben wird, dann ist es vorbei, خلاص. Er wird nichts mitnehmen. Und deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es bei Bukhari und Muslim und bei anderen überliefert wird von Anas ibn Malik, radiyallahu anhu wa arda, yatba'u al-mayyitu thalatha. Wir kennen diese Überlieferung, aber immer wieder diese Ermahnung. Wir brauchen diese Ermahnung. Dem Toten werden drei Dinge folgen. Fayarji'u ithnan. Zwei werden zurückgehen. Wa yabqa ma'ahu wahid. Und eine Sache wird bleiben. Was sind die drei Dinge? Was sind die zwei Dinge, die zurückbleiben werden? Was wird zurückbleiben? Das Geld und die Verwandtschaft. Genau. Sein Vermögen und seine Familie. Keiner wird mit hinuntergehen. Sein Vermögen und seine Familie. Um was wird mit ihm kommen? Seine Taten. Das ist das Einzige, was bleiben wird. Seine Taten. Ob gut oder schlecht, je nachdem. Das wird er mitnehmen. Ja? Und dementsprechend, meine lieben Geschwister im Islam, lasst uns doch einmal diese Verse verinnerlichen. Worum es wirklich im Leben geht. Und jetzt droht Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen, welche durch diese Ermahnung in der Dunya nicht aufwachen. Kalla! Keineswegs! Saufa ta'lamun. Ihr werdet es wissen. Ihr werdet es schon erfahren. Jeder einzelne von euch, auch wenn ihr es vergessen habt, auch wenn ihr glaubt, ihr würdet ewig leben, auch wenn ihr glaubt, euer Vermögen würde euch in irgendeiner Weise etwas nützen, Fürsprache für euch einlegen. Kalla, keineswegs. Saufa ta'lamun. Ihr werdet es noch erfahren. Nämlich spätestens dann, wenn ihr im Grab seid. Thumma. Kalla, saufa ta'lamun. Und noch einmal. Keineswegs. Ihr werdet es wissen. Manche Gelehrte sagen, dieses Thumma, kalla, saufa ta'lamun ist lediglich eine Bestätigung für das Erste, also eine Bekräftigung. Sodass Allah subhanahu wa ta'ala seine Androhung der Strafe hier bekräftigt. Es gibt aber auch Gelehrte wie Abdullah ibn Abbas, welche gesagt haben mit diesem Thumma kalla saufa ta'lamun. Und hier wird gezeigt, dass, wie gesagt, es sich hierbei nur um eine Station handelt im Grab. Und es nach dieser Station weitergehen wird. Dass Allah ta'ala mit dem ersten kalla saufa ta'lamun gemeint hat, ihr werdet es erfahren, wenn ihr im Grab seid. Und mit diesem zweiten Keller Saufa ta'lamun ist was gemeint? Die nächste Station. Nämlich, wenn ihr aus euren Gräbern auferstehen werdet. Und deswegen auch das Thumma. Thumma deutet immer auf was hin? Auf etwas, was zeitlich in der Nachfolge ist. Das heißt, ihr werdet es das erste Mal erfahren, wenn ihr in euren Gräbern seid. Wenn Munkar und Nakir kommen und euch die drei Fragen stellen. Wer ist... Was ist eure Religion gewesen? Wer ist euer Herr gewesen? Wer wurde zu euch geschickt? Und wenn dann euch entweder ein Fenster zum Paradies oder ein Fenster zur Hölle geöffnet wird und gesagt wird, das hätte dich erwartet, wenn du die Fragen richtig beantwortet hättest oder umgekehrt, das hätte dich erwartet, wenn du sie falsch beantwortet hättest. Und dann wird demjenigen, der die Fragen richtig beantwortet hat, sein eigentliches Fenster geöffnet, nämlich das Fenster zum Paradies. Und er hatte zuvor das Fenster zur Hölle gesehen, was für ewig geschlossen bleiben wird. Und derjenige, der die Fragen falsch beantwortet hat,
Er wird dann sein Fenster zur Hölle geöffnet bekommen. Und das Fenster zum Paradies wird sich für ewig schließen. Aber damit ist es nicht vorbei. Sondern ganz im Gegenteil, es geht weiter. ثُمَّ كَلَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Nein, keineswegs. Ihr werdet es dann noch einmal sehen. Später, nachdem ihr auf euren Gräbern auferstehen werdet. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns im Koran, dass diejenigen, welche in ihrem Grab schlafen werden, selbst wenn es ihnen schlecht gehen sollte im Grab, das Gefühl haben werden, dass das, was danach kommt, noch viel schlimmer sein wird. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. Und sie sagen, oh wehe uns, wer ist derjenige, der uns aus unserer Ruhestätte Marqad auferweckt hat? Und die Engel werden antworten, هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Das ist das, was der Al-Abama versprochen hat oder angekündigt hat und verheißen hat. Und die Mursalun, die Gesandten, die gesandt wurden zu euch, sie haben die Wahrheit gesprochen. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Noch einmal, ihr werdet es wissen. All das, was die Propheten berichtet haben, über das, was im Grab geschehen wird, über das, was nach dem Grab kommen wird, all das werdet ihr sehen. Ihr werdet es wissen. Ihr werdet wissen, dass es die Wahrheit war. Und jetzt noch einmal, كَلَّا. Keineswegs. لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ. Wenn ihr عِلْم الْيَقِينَ, wenn ihr es wisst mit عِلْم الْيَقِينَ, keineswegs, wenn ihr es nur mit dem Wissen der Gewissheit wüsstet. Was ist denn عِلْم الْيَقِينَ? عِلْم الْيَقِينَ heißt, dass ich die Gewissheit erlange durch mein Wissen. Das heißt, ich weiß etwas, was mich erwarten wird, ja? Ich weiß, dass mich etwas erwarten wird und ich bin überzeugt davon, dass es mich erwarten wird. Warum? Weil ich es schon gesehen habe, von Weitem, aber noch nicht vor Augen hatte. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ. Ihr werdet ganz gewiss den Höllenbrand sehen. Nämlich wenn ihr in euren Grab sein werdet, dann werdet ihr wissen, dass der Höllenbrand, dass die Hölle, das Paradies der Wahrheit entspricht. Euch wird dieses Wissen gegeben. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ. Oder es kann gemeint sein, wenn ihr nur wüsstet, mit dem Wissen der Gewissheit. Das heißt, wenn ihr euch das Wissen angeeignet hättet, wenn ihr euch damit beschäftigt hättet, ja, dann wäret ihr davor bewahrt worden. Aber dadurch, dass ihr es nicht gemacht habt, werdet ihr die Hölle sehen. Und im Übrigen, ein jeder von uns wird die Hölle sehen. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. Es gibt niemanden von uns, der nicht in irgendeiner Weise an ihr vorbeikommt. وَارِدُهَا von وَرَدَ. Das heißt, an ihr vorbeikommt oder sie sieht. Spätestens dann, wenn wir über den Sirat gehen werden. Dann werden wir in irgendeiner Weise mit der Hölle in Kontakt kommen. Auch wenn nur mit Blickkontakt. Möge Allah uns dazu gehören lassen, ja Rabbil Alamin. Die Hölle nur von Weitem sehen werden oder sie nur sehen werden, aber nicht wirklich mit ihr in Berührung kommen. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ. Und jetzt guckt mal, was Allah Ta'ala sagt. ثُمَّ. Jetzt, nachdem ihr im Grab wart, kommt ihr raus aus euren Gräbern. Und jetzt seht ihr die Hölle mit euren eigenen Augen. Vor euch. Es ist was anderes, wenn ich etwas im Fernsehen sehe oder wenn ich dabei bin. Oder? Das ist ganz anderes. Wenn ich etwas im Fernsehen sehe, okay, ich sehe es, ich weiß, es geschieht. Ja? Aber wenn ich dann davor stehe, ist es nochmal ein ganz anderer Anblick. Im Fernsehen könnte ich einige Dinge manipulieren. Ich könnte einige Dinge verändern. Ich kann nie zu 100% sagen, dass das, was ich dort sehe, auch wirklich sich so abgespielt hat. Es können nur Ausschnitte gezeigt werden, nicht alles, das gesamte Bild gezeigt werden. Und dementsprechend ist es nochmal ein Unterschied, ob ich etwas sehe im Grab beispielsweise und ob ich dann direkt davor stehe. Und deswegen, ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ. Abermals, ihr werdet ihn mit dem Auge der Gewissheit sehen. Jetzt, wenn ihr auferstehen werdet und ihr die Hölle hören werdet, und ihr die Hölle sehen werdet, wie 70.000 Engel an 70.000 Ketten die Hölle heranziehen werden, wie es unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert.
Also viele Engel und viele Ketten. Wenn immer 70 kommt, kann damit wirklich 70 gemeint sein, aber es kann auch im übertragenen Sinne gemeint sein, dass es viel ist. Beides ist möglich, weil in der arabischen Sprache, in den semitischen Sprachen, ist die Zahl 7 eine Zahl, die auf viel hindeutet. Also kann auch symbolischen Wert haben. Ganz, ganz wichtig, dass wir das auch verstehen. Aber es kann auch wirklich gemeint sein, dass es wirklich 70.000 sind. Das Wissen liegt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Aber es wird sehr, sehr viel sein in jedem Fall. Und dann werden die Menschen die Hölle mit eigenen Augen sehen, sodass sie keinen Zweifel mehr daran haben, dass das, was Allah ta'ala gesagt hat, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam prophezeit hat, auch wirklich der Wahrheit entspricht. Und es gibt, wie die Gelehrten sagen, was die Gewissheit betrifft, drei Stufen, die Allah ta'ala alle drei im Koran erwähnt hat. Die erste Stufe ist Ilmul Yaqin, was jetzt die Gewissheit betrifft. Den Yaqin, das Wissen der Gewissheit. Ich habe so viel Wissen, dass ich zur Gewissheit gelangt bin. Dass ich keinen Zweifel mehr habe. Ich habe mich mit meinem Glauben auseinandergesetzt. Ich habe mich mit dem Koran beschäftigt. Ich habe mich mit, wie gesagt, mit dem Wissen beschäftigt und bin zum Yaqin gelangt, dass das der Wahrheit, die Wahrheit ist. Das nennt sich Ilmul Yaqin. Das nennt sich was? Ilmul Yaqin. Eine Stufe darüber, Ainul Yaqin, dass ich es wirklich mit dem Auge sehe. Und genau das ist es, was Ibrahim alayhi salam wollte. Und zwar in Surat Al-Baqarah sagt Allah subhanahu wa ta'ala über unseren Propheten Ibrahim, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Und eins sagte Ibrahim, O mein Herr, zeig mir, wie du das Tote sozusagen lebendig machst. Arini, oder die Toten lebendig machst. Arini, kaife tuhyi al-mauta. Qal, awalam tu'min. Er sagte, glaubst du nicht? Qala bala. Er sagte, doch. Walakin liyat'uma inna qalbi. Aber damit mein Herz zur Ruhe kommt, Gewissheit erlangt, absolute Gewissheit. Und Allah ta'ala zeigte es ihm vor seinen Augen, wie er Totes lebendig macht. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hatte Ilmul Yaqin gehabt. Gar keine Zweifel, dass das, was Allah ta'ala sagt, der Wahrheit entspricht. Aber trotzdem wollte Allah, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die Stufe des Ein al-Yaqin erlangt. Und dementsprechend hatte er ihn zu sich emporgehoben beim Isra und Mi'raj, sodass er direkt mit Allah Ta'ala kommunizieren konnte, ein Zwiegespräch hatte mit seinem Herrn über den siebten Himmel, sodass er nur Licht über Licht sah, sallallahu alaihi wasallam, und somit die Stufe des Ilm al-Yaqin, des Ein al-Yaqin erlangt hat, weil er es mit den eigenen Augen gesehen hat. Und gerade die Propheten brauchten das. Warum? Weil wie willst du andere Menschen überzeugen, wenn du nicht diese Überzeugung mit dir bringst? Wie willst du andere Menschen überzeugen, wenn du nicht selbst davon in jeder Hinsicht ohne jeglichen Zweifel überzeugt bist? Und genau aus diesem Grund hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten diese Stufe gegeben. Musa alayhi salam. Genau dasselbe. Allah ta'ala, er hat mit ihm direkt gesprochen, sodass er was erlangt hat? Dass er im Grunde genommen diese Stufe des Ein al-Yaqin erlangt hat. Und als er dann noch mehr wollte, dass er Allah sieht, hat Allah ihm gezeigt, das geht nicht, du wirst mich nicht sehen können. Ja? Außer dieser Berg bleibt bestehen, wenn ich mich vor ihm entblößen sollte. Ja? Und wie gesagt, wir wissen, dass es dann nicht geklappt hat. Weil es einfach im diesseitigen Leben nicht möglich ist, dass ein Mensch Allah subhanahu wa ta'ala direkt sieht. Aber Allah hat ihm diese Stufe des Ein al-Yaqin gegeben, indem er nämlich sagt, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Und Allah ta'ala, er hat direkt mit Musa alayhi salam gesprochen. Und da sehen wir, subhanallah, diese Stufe zwischen Ilm al-Yaqin und zwischen Ein al-Yaqin. Was ist jetzt aber die dritte Stufe? Wie heißt denn die dritte Stufe? Weiß jemand, wie die dritte Stufe heißt? Ja, die noch höher ist als Ein al-Yaqin. Ja? Bei den Schwestern? Barakallahu fik. Haqq al-Yaqin. Kommt zweimal im Koran vor. Einmal in Surat Al-Haqqa, Vers Nummer 51 und einmal in Surat
Al-Waqi'a, Vers Nummer 95. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er über die Hölle gesprochen hat und wie sie aussieht und was dort geschieht, Inna hadha lahu haqqul yaqin, dies ist wahrlich die Wahrheit der Gewissheit. Hier wird es übersetzt mit die reine Gewissheit. Haqqul yaqin. Also die Wahrheit. Manche Gelehrte sagen, damit ist gemeint, dass ich jetzt die Sache wirklich spüre. Das heißt, ich sehe sie nicht nur, sondern ich befinde mich in ihr. Ich bin ein Teil von ihr. Und dementsprechend, wenn Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Waqi'a über die Ashab, über die Mukadhibin Ad-Dallin spricht, sagt er am Ende, Inna hadha lahu haqqul yaqin. Er spricht vorher über die Paradiesbewohner und dann spricht er über die Höllenbewohner. Und er spricht darüber, wie es ihnen ergeht in der Hölle und im Paradies. Und dann am Ende sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dies ist wahrlich die reine Wahrheit. Das ist sozusagen die reine Gewissheit, das ist die Wahrheit der Gewissheit. Wenn sie sich in der Hölle befinden und wenn sie sich im Paradies befinden, dann haben sie die Stufe des Haqq al-Yaqin erlangt. Ich habe auch eine interessante Interpretation gehört von Haqq al-Yaqin. Und zwar, das Haqq al-Yaqin, das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala über die Sache weiß. Weil der Einzige, der wirklich die wahre Beschaffenheit der Dinge kennt, ist wer? Ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und dementsprechend, wenn Allah ta'ala etwas beschreibt, dann muss es Haqq al-Yaqin sein. Warum? Weil Allah der Einzige ist, der die Beschaffenheit einer Sache kennt. Das heißt, wenn ich in der Hölle bin oder im Paradies bin, möge Allah zu den Paradiesbewohnern gehören lassen, ja Rabbil Alamin. Wenn ich mich im Paradies befinde, heißt es nicht, dass ich die wahre Beschaffenheit des Paradies voll und ganz umfasst habe. Genauso wie wenn ich mich auf dieser Welt befinde, ich habe nicht alles umfasst. Ja, ich kenne nicht alle Dimensionen dieser Welt. Ich kenne nur einen Teil, nämlich das, was ich sehe. Und selbst das, was ich sehe nicht alles. Hier gibt es Strahlen, die ich nicht sehen kann. Obwohl sie vorhanden sind, oder? Alleine unsere Handystrahlen, ja? Keiner von uns kann sie sehen. Und trotzdem sind sie vorhanden. Und was hier noch alles im Raum ist, was wir nicht sehen können. Ja? Und dementsprechend, der Mensch erkennt niemals die wahre Beschaffenheit der Dinge. Sondern der Einzige, der sie wirklich kennt, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Also mit Haqq al-Yaqin kann gemeint sein, dass ich dann wirklich in der Sache selbst drin bin. Im Paradies oder in der Hölle, nicht nur sehe vom Weiten, sondern ich befinde mich in ihm. Oder es kann auch gemeint sein, dass Allah der Einzige ist, der die Sache in ihrer wahren Beschaffenheit kennt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, in Surat At-Takathur, er warnt uns. Und er zeigt uns auf, jeder von uns wird die Gewissheit erlangen. Ohne Ausnahme. Es gibt niemanden von uns, der diese Gewissheit nicht erlangen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und unsere Aufgabe ist es, uns darauf vorzubereiten. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er uns dies alles angedroht hat, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Und dann werdet ihr an jenem Tag, wenn ihr vor Allah stehen werdet, wenn ihr auferstanden seid aus euren Gräbern, werdet ihr nach dem Na'im befragt werden. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Ihr werdet nach der Wonne befragt werden. Ihr werdet nach dem Luxus befragt werden. Ihr werdet nach all diesen Dingen befragt werden. Allah Ta'ala, er wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Und guckt mal, es gibt eine schöne Überlieferung auch, wo unser Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu wa arda bei einem der Ansar zu Besuch gewesen sind. Und sie haben, dieser Ansari, er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr eingeladen zu etwas Datteln und ein wenig Wasser. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem er die Dattel gegessen hat und das Wasser getrunken hat, sagte: "Wallazi nafsi biyadihi latus'alunna 'an na'imi hadha al-yawm yawm al-qiyam." Allahu akbar. Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, ihr werdet am jüngsten Tag nach der Wonne dieses Tages, also wo sie eingeladen gewesen waren bei dem Ansari, wo sie nur Wasser getrunken haben und Datteln gegessen haben, werdet ihr befragt werden. Also dieser Schluck Wasser, den ich jetzt hier habe, ja, das ich hier vor Augen habe, ja, meine Hand halte und das trinken sollte, ich werde am jüngsten Tag danach befragt.
Und das ist allein an sich schon Luxus. Wie ist es dann erst mit dem Überfluss, den wir haben? Wie ist es dann erst mit all den anderen Gnaden, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala uns überhäuft hat? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, dass wir an diesem Tag auch wirklich alle Fragen richtig beantworten können und dass wir auch unserer Verantwortung im diesseitigen Leben gegenüber all diesen Gnaden und Gaben, die Allah ta'ala uns gegeben hat, gerecht werden können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dem Höllenfeuer bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Strafe im Grab bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, dass wir uns ablenken durch das Streben nach immer mehr und immer mehr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Eigenschaft der Genügsamkeit und der Bescheidenheit eingeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche Dankbarkeit zeigen für all die Gnaden, mit denen er uns überhäuft hat. Amin, Rabbil Alamin. Ich danke euch, meine lieben Geschwister, für eure Aufmerksamkeit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.